Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in Dualseelen und Geheimnisse am 23. Mai 2018. Bei diesem Aufnahmen handelt sich um Dualseelenprozessen und Geheimnisse des Tages. Dualseelen, was bedeutet dieser Begriff? Wir Menschen haben eine Seele. Und es ist untrennlich. Das wohnt in unserem Inneren. Und diese Seele ist unsterblich, macht eine Seelenreise. Das bedeutet, dass nach dem Tod verlässt die Seele die Materie, die Körper, verlässt die Erde, kehrt ins Himmel zurück und blickt zurück, lässt sich Revue passieren. Und das ganze Lebensweg spielt sich wieder ab wie ein Film und die Seele schaut das nochmal an, von Geburt bis zum Tod. Und ich kann das so vorstellen, dass Gott ist auch dabei und Gott fragt dann den Seele, wie war es das auf die Erde? Und die Seele antwortet entweder, das war wunderbar, ich habe ein schönes Leben gehabt, ich habe Glück gehabt, ich habe meine Berufung gelebt, ich habe die Liebe gefunden, ich habe vieles Gutes getan. Ich habe die schöpferische Kraft verspürt. Ich habe an mir selbst geglaubt. Und ich habe auch an Gott geglaubt. Und es war einfach wunderbar. Ich fühle mich so befreit. Ich kann endlich atmen. Ich spüre diese Leichtigkeit. Wenn der Seele das sagt, dann haben wir uns befreit. Wenn die Seele schaut das nochmal an, die ganzen Lebensweg, und dann sagt was anderes, boah, das möchte ich aber am liebsten nochmal erleben. Ich habe da gar keinen Mut gehabt. Ich habe die Chance nicht genützt. Ich habe da gar nichts gelebt. Ich war gar nicht glücklich. Ich möchte so gern das nochmal probieren. Was antwortet dann Gott? Gott sagt dann zu den Seelen, dann geh zurück. Geh zurück auf die Erde und mach das besser. Und so ist es unserem Seelenleben. Wiederkehrt sich das immer wieder alles. Natürlich gibt es auch karmische Aufgaben. Oder gleicht die Seele etwas aus? Und da kommt auch die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Aber das ist diese Seelenreise. Und wenn das so ist, dann bedeutet, dass wir haben schon auf die Erde gelebt. Vielleicht einmal, vielleicht mehreren Mal, aber wir kennen uns aus. Und wir haben Seelenbegegnungen. Und oft ist es im Bereich Liebe-Partnerschaft. Die Seelen erkennen sie sich, weil sie lieben sie sich. Und die Liebe kennt keine Grenzen, auch kein Raum und Zeit. Sie verlieben sich sofort, Liebe auf dem ersten Blick. Und bei diesen Begegnungen entsteht das Gefühl, wir kennen uns in eine Ewigkeit, ist da Vertrauen da und das ist ein ganz, ganz tiefes Gefühl. Natürlich, wenn jemand sagt, lass das los, das ist leichter gesagt als getan, wenn die Seele da so verankert ist, weil die Seelen sind miteinander verschmolzen, sie fühlen sich als eins. Als Ganzheit, weil das ist die Ergänzung. Die eine spiegelt auf dem andere etwas. Natürlich möchte man nicht trennen. Es ist auch gar nicht einfach, sich zu trennen. Manchmal hat es überhaupt keinen Sinn zum Trennen.
sondern die Sinn besteht daran, auf diese Liebe zu vertrauen. Auch wenn die Umstände nicht dafür sprechen. Aber wenn das Gefühl da ist, das ist die wahre Liebe. Dann wirklich, die Energie ist da. Ihr könnt es so vorstellen, auch wenn ihr Entfernung habt oder auch wenn der andere gebunden ist. Aber die beiden Seelen sind schon vereint. Die lieben sich, die fühlen sich vereint. Und es ist dann sehr schwierig, so zu tun, wenn nichts wäre und versuchen, das loszulassen. Natürlich gibt es auch Begegnungen, wo wir Erkenntnisse gewinnen und wir sollen auch erkennen, dass das nichts ist, weil das in früheren Leben auch nichts gewesen war. Also man soll auch dann die Realität betrachten und von diesen Bindungen befreien, weil dann kann wirklich die wahre Liebe kommen. Aber wenn das Gefühl da ist, das ist doch die wahre Liebe, dann hat ein Sinn daran zu vertrauen. Und das sind diese Begegnungen im seelischen Ebenen. Ich könnte sagen, das ist eine kosmische Liebe und möchte gelebt werden, möchte glücklich zu sein, befreit zu sein. Entweder befreit von dieser Bindung, weil das nichts ist, oder zusammenkommen ist auch eine Befreiung, weil eine glückliche Partnerschaft befreit uns. Es ist kein Gefängnis, es ist keine Gefangenschaft, es ist Befreiung. So wie die Sexualität drückt es auch aus. Natürlich, die wahre Liebe basiert nicht nur auf die Sexualität, sondern auch im seelischen Ebenen, auch im Emotionen, auch die Vertrauen und auch das Glauben, Glauben auch an diese Liebe, das kommt alles zusammen. Aber eine glückliche Partnerschaft und in eine glückliche Partnerschaft zum Leben stärkt uns, befreit uns. Und so leben wir unserem Selbst, weil die andere spiegelt das auch. Das ist die wahre Liebe. Und das sind diese Prozesse, weil das Gefühl ist da, die Sehnsucht ist da, die Seele möchte das auch, befreit zu sein, befreit leben in einer Partnerschaft und dafür sorgen, dass wirklich die Umstände auch so sind, dass zu einer glücklichen Partnerschaft führt, zu einer glücklichen Partnerschaft führt. Und das ist auch mein Ziel, das zu vermitteln, euch zu stärken, euch diese Glaube zu vermitteln. Natürlich gibt es immer wieder Situationen, wo ich sage, lass das los, das hat keinen Sinn. Du verlierst da Zeit, wertvolle Zeit. Schau lieber, dass du das abschließen kannst, damit etwas Neues kommen kann. Das ist individuell. Aber ich glaube an diese, wirklich in diesem karmischen Liebe, an diesem kosmischen Liebe, auf diesem Seelenliebe oder Zwillingsflamme. Und es gibt Energie auch im Tag, weil die kosmische Energie wirkt auf unseren Tagen und es wiederkehrt sich immer wieder. Das ist nicht derselben Tag, aber die Energie ist ähnlich. Und es gibt so diese wiederkehrende Prozesse oder eine bestimmte Energie kehrt wieder zurück. Und das möchte ich auch vermitteln, welche Energie kehrt zurück im heutigen Tag. Das ist die Energie, was wir erlebt haben am 21. November 2017. Diese Energie spüren wir wieder. In diesem 21. November 2017 waren die Sehnsüchte zu stark. Sehnsüchte, Wünsche, Träume, eine ganz, ganz starke Sehnsucht. Entweder bei euch oder bei euren Partner, Wunschpartner, Seelenpartner oder bei euch beide. Ihr habt das gespürt.
Aber es erscheint alles so hoffnungslos zu sein. Dieses Gefühl war dabei. Ich gebe das auf, das wird sowieso nicht, ich glaube nicht daran. Also die Sehnsucht war sehr intensiv, aber es erschien alles hoffnungslos. Und diese Hoffnungslosigkeit entstand eine gewisse, wie eine Sperre, gefangen zu fühlen, weil ihr wusstet nicht, wie sollt ihr euch verhalten. Sollt ihr über Gefühlen sprechen, einen Schritt auf anderen zugehen, weiterhin glauben daran oder ist es besser loslassen, beenden, vielleicht neu orientieren. Aber die Gefühl war da und die Sehnsucht war da und ihr könnt gar nicht bewegen. Ihr habt gefühlt wie gelähmt. Bei vielen war das nicht nur in die Liebe-Partnerschaft, sondern auch beruflich. Wie eine Sperre ging es nichts voran. Es fehlte auch die Bestätigung. Es fehlte auch die Klarheit. Und diese Energie ist wieder da, weil die Gefühl kommt wieder hoch, die Sehnsüchte spüren wir und es fühlt sich jetzt besser an. Es ist eine Verbindung auch da zwischen Venus und Mars heute in diesem 23. Mai. Und das zeigt an, dass das Männliche und das Weibliche steht in Verbindung. Vieles hat sich gelöst. Es erscheint jetzt mehr Hoffnung da zu sein. Es bewegt sich auch etwas. Es sind auch Ereignisse, weil der Kontakt ist da. Oder fühlt man sich das besser an. Aber es ist anderes. Es ist keine Spannung, es ist überhaupt keine Spannung, aber auch nicht eine fließende Energie, was das Männliche und Weibliche verbindet, sondern anderes. Die weibliche Energie eher abwartend, ruhig, zurückhaltend, mehr gefühlsvoll, verträumt, auch familiär. Und die männliche Energie ist aktiv, begeistert und auch mehr Leichtigkeit und die männliche Energie braucht Luft, Leichtigkeit, auch Freiraum, frei zu sein. Das heißt nicht alleine zu sein, ohne Partnerschaft, ohne Liebe, sondern befreit zu fühlen. Die männliche Energie verträgt den Druck nicht, sondern möchte mit Leichtigkeit spielerisch alles gestalten, auch diesen Freiraum bewahren und so um die weiblichen kümmern. Also das ist die Verbindung. Die Verbindung ist da, aber es fühlt sich anderes an. Wenn die Damen dieses Bedürfnis haben heute, immer wieder hören, dass dieser Mann sagt, ich liebe dich oder wünscht sich eine romantische Abend, dann kann ich sagen, der Mann erfüllt diesen Wunsch nicht. Er sagt vielleicht einmal, ich liebe dich und meint, du hast das verstanden, muss nicht zweimal sagen und möchte einfach seine Ideen verwirklichen, vielleicht hat auch andere Sachen im Kopf und das sollen wir so akzeptieren. Es ist kein Rückzug, es ist keine Spannung, sondern die Männer fühlen sich den Tag anderes an als bei uns Frauen. Trotzdem ist die Verbindung da. Nur zum Verstehen, dass die Männer anders reagieren, wie wir das erwarten. Und das ist die Verbindung, das ist, wie ich die Liebe gerade beschreiben kann. Das heißt, die Energie von 21. November kehrt zurück. Die Sehnsüchte, die Wünsche, auf andere zu denken. Damals war das Hoffnungslose unbeweglich. Heute ist die Verbindung da, vielleicht der Kontakt ist da oder ein Treffen ist da. Die Verbindung ist auf jeden Fall da. Es fühlt sich ein bisschen anderes an. Die Hoffnung ist wieder da. Und das ist auch sehr gut, aber
Die Damen denken, fühlen anderes als die Männer. Das habe ich beschrieben. Die Männer brauchen ein bisschen Freiraum und die Damen wünschen sich Bestätigung oder Romantik. Es ist zwei verschiedene Sprache, weil es ist auch zwei unterschiedliche Gefühle. Trotzdem ist die Verbindung da. Welche Geheimnisse haben wir im heutigen Tag? Geheime Gespräche. Entweder sind Gespräche da und möchte jemand euch überraschen, aber das erzählt noch nicht. Das ist etwas Angenehmes. Kann aber auch anderen Gesprächen handeln, hinter euren Rücken, was vielleicht weniger angenehm ist. Aber wir sollen darauf achten, dass wir feinfühlig das auch wahrnehmen. Und so können wir das besser einschätzen. Es gibt auch andere Art von geheime Gespräche heute, dass jemand die Geheimnisse erzählt. Und das sollen wir bewahren, diese Geheimnisse, und sollen wir darüber schweigen. Ist auch möglich, aber in vielen Fällen wird das so sein, dass sie Gespräche führen, was die Finanzen betrifft, und sie halten das streng geheim. Entweder eine erbschaftliche Situation und handelt sich um Gespräche, Termine und über diese finanzielle Lage. Und das soll aber im Geheimen bleiben. Oder um bestimmten finanziellen Lage wird Termin ausgemacht, Vertrag unterschrieben oder Gespräche über Geld. Und es wird aber auch unter dem Teppich gekehrt, wird nicht weiter erzählt. Also das sind die Geheimnisse, die tagen. Es handelt sich um Gespräche, geheime Gespräche. Und bei vielen Fällen ist das Thema Geld. Und es wird nicht vermittelt, sondern das wird diesen Vereinbarungen oder diese Gespräche über Geld hinter verschlossenen Türen besprochen. Und das war meine geheime Botschaft heute am 23. Mai 2018. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.